Grüß Gott, mein Name ist der Lars und ich koche heute. Ihr dürft mir natürlich gerne beim Kochen zuschauen. Zuerst haben wir hier eine Pfanne. Ja, klingt komisch, ich weiß. Hier machen wir uns jetzt Bacon Strips like a boss. So, und weil wir verrückt sind, beziehungsweise eigentlich nur ich, kandieren wir diesen Bacon mal ganz einfach. Das heißt, wir geben Zucker darüber. Man nennt es auch in Fachkreisen karamellisieren, aber pff, ist das überhaupt Zucker oder ist das Mehl? Nee, Zucker. Epic Mealtimes Candy Bacon. So. Gut saarländisch alt Grillzang. Ja, es ist ein Grillzang. Aber es ist verdammt nochmal eine saarländische Grillzang. Die gilt auch für Pfanne. So. Schon brennt der Zucker an. Dann wird's Zeit, einen Teller zu nehmen und unseren kandierten Bacon auf einen Teller zu geben. Das riecht so ein bisschen nach verbrannte Bonbons. Lecker. So, spülen wir mal schnell die Pfanne aus. Als nächstes braten wir Zwiebeln an. So, hoffen wir, dass die heiß ist. Wunderbar. Zwiebeln auch schön kross anbraten. So. Und zu diesen Zwiebeln nehmen wir jetzt eine Banane. Mag vielleicht komisch klingen, aber ist es aber eigentlich. Das geben wir jetzt genau so auf diesen Teller. Dann waschen wir die Pfanne wieder kurz aus. So, jetzt benötigen wir noch ein kleines Dressing. Für dieses Dressing empfehle ich bestes Urpilz. So richtig der Geruch von abgestandenem warmen Bier. In der Zwischenzeit können wir das Ganze mal mit ein wenig Honig dressieren. Das Bier köchelt jetzt leicht. Jetzt geben wir hier ein bisschen Fix-Soßenbinder hinzu. Einfach hin. Fertig. Dann schnell umrühren. Ah, jetzt hat's Klimpscher gern. Leck mich am Arsch. Also es ist jetzt noch nicht so in die Kennerkreise durchgedrungen, aber insgeheim passt zu Bier wunderbar Curry. Ja, auch ganz gut dazu passt Knoblauch. Und was im Saarland natürlich nicht fehlen darf, bester Maggi. Natürlich. So, dann das Ganze durch schön unterrühren. Schön zu erkennen ist jetzt auch hier diese natürliche Farbe des Bieres, die sich jetzt schön mit dem Gelben des Curry vermischt. Prost. Man merkt auch, es ist jetzt etwas
dickflüssiger im Gesamten geworden. Das geben wir jetzt einfach so darüber. Währenddessen legen wir jetzt gerade hier den Bacon drauf. Und dann ist das Essen serviert. Man serviert das Ganze am besten mit einem guten Schluck Urpilz. Denn das Saarland trinkt Urpilz, der Rest trinkt Dreck. Da ich nicht total krank bin, übernimmt das Essen mein kleiner Bruder, Nils. Bitte komm rein. So. Guten Tag. Ja. Sehr. Deliziös. Deliziös, sagte er. Es kommt mir so den Atem, dass ich mich kaum noch traue, weiter zu essen. Nehmen Sie dazu einen Schluck Bier, Herr Schneider. Na, haben Ihnen die Bananen in Mischung mit Zwiebeln und Honig gemundet? Ja. Probieren Sie doch noch mal etwas aus der Mitte, wo noch meine feine Biersoße dabei ist. Nein, danke schön. Ich habe genug für heute.